Da hinten. Das war auch der richtige Ort, ne? Nicht, dass es das hier noch ein paar Mal mehr gibt. Okay. Wenn das jetzt nur so eine blöde Resource-Extraction-Zeit oder so ein Scheiß ist, ne? Aber ich meine, ich erkenne da noch einen zweiten Stern. Mal gucken, wie lange wir da hin brauchen. Aber danach muss ich auch, also ich hoffe, da ist dann auch eine Station. Denn ich muss jetzt auch gleich mal wieder eine Aufnahmepause machen, damit ich die Folgen noch gerendert und hochgeladen kriege, bevor ich wegfahre, weil ich übers Wochenende nicht da bin. Aber keine Bange, ich werde die Folgen definitiv nicht über SMS hochladen oder über Handy. Also freischalten. Boah, übrigens, wie fies das eigentlich ist, ne? Ich bin ja noch kein YouTube-Partner, weil ich mir denke, okay, das lohnt sich noch nicht. Natürlich habe ich das auch vielleicht mal geplant. Vielleicht lasse ich das mit dem Joystick einhergehen oder so, weil 250 Leute finde ich schon, ist zumindest ein kleiner Fankreis. Und, nur als YouTube-Partner kann man die Videos vorausplanen. Als normaler Nutzer nicht. Voll frech. Weil ja quasi, also Profis sozusagen, die können ja sagen, okay, das Video ist jetzt hochgeladen, schalte das doch bitte mal am 26. Februar um 18.30 Uhr frei. So, und ich muss immer abends, man merkt ja, dass die nicht immer perfekt pünktlich um 19 Uhr kommen. Aber, naja, ich denke halt auch nicht immer perfekt dran oder bin nicht zu Hause oder sowas. Und naja, mittlerweile nehme ich, wenn ich wenn ich einfach nur unterwegs bin und dann noch eine andere Chance habe oder einfach nur ein bisschen warten muss, dann habe ich auch nichts dagegen, dass ich das Video mal eine Stunde später hochlade, dafür aber nicht die Beschreibung oder den Titel irgendwie versaue. Jetzt kriege ich schon wieder Schluck auf. Ist auch ein Kreuz hier. Schluckauf scheint mein Let's Play-Fluch zu sein. Gronkh sagt immer, ihm juckt die Nase. Ich kriege immer Schluckauf. Boah, ich hoffe, das Schiff gibt nochmal ordentlich Gas hier. Ich habe jetzt keine Lust, 2 Stunden darauf zuzufliegen, weil ich in der Zeit auch noch was zu tun habe. Wird eh schon wieder spannend, wie ich das heute alles auf die Reihe kriege, aber das ist ja nicht eure Sache, sag ich mal. Das muss ich ja nicht ausbreiten. Interessiert wahrscheinlich auch keinen. Aber wenigstens ist mir mittlerweile eingefallen, wie ich das mit Mass Effect dann angehen werde, sollte ich die Gestattung die Erlaubnis bekommen. Sollte ich es gestattet kriegen, so. Gehirnfail. Ich erstelle erst den Charakter, mache dann einen Durchgang und dann spielen wir nochmal neu von vorne mit dem Charakter bis Level 60. Deswegen werde ich auch im ersten Durchgang wahrscheinlich die meisten Nebenmissionen einfach ignorieren, weil, naja, ich habe irgendwann mal, ich glaube, bei meinem dritten Durchgang oder so, als ich das durchgespielt habe, habe ich mit einem Charakter durchgespielt. Und man muss ja mit einem einzigen Charakter es nur durchspielen. Also wenn man das erste Mal durchgespielt hat, schaltet man ja Level 51 bis 60 frei. Dann hatte ich es mit dem dritten Charakter halt so durchgespielt, dass ich wirklich alle Nebenmissionen erledigt hatte. Ich meine, es sind nicht so viele, aber die sind ja sehr, naja, nicht sehr abwechslungsreich, weil diese Planeten, die man bei Mass Effect 1 besuchen kann. Ja, gehen. Die sind alle fast gleich. Die Bodentexturen unterscheiden sich nur. Und die Missionen laufen auch immer nach dem gleichen Prinzip ab eigentlich. Also, naja, das ist nicht so geil gelöst. So, und jetzt habe ich das dann aber einfach mal durchgezogen. Alles gemacht, was ging. Und dann war ich Level 57, glaube ich. Das heißt, ich werde mit dem Charakter einfach so
den erstellen, einmal durchspielen, dann dürfte der wahrscheinlich so Level 50 schätzungsweise rum sein. Dann fangen wir da mit einem zweiten Durchgang an. Vielleicht spiele ich sogar mal auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad. Da fehlt mir noch das Achievement. Und ich bin ja Achievement-Jäger. So im privaten Bereich zumindest. Hab sogar schon 5 perfekte Spiele auf Steam. Von 105 oder so, aber immerhin. Das Beste daran finde ich ja, also ich finde das ja lustig, dass man diese Angeberstatistik da ausstellen kann bei Steam auf seinem Profil. Von wegen, ah, hier, perfektes Spiel, ja. Das Beste daran ist, eins davon habe ich gar nicht. Steam hat ja öfter mal diese Angebote von wegen, hier, teste das Spiel ein Wochenende lang oder eine Woche lang. Und dann kauf es gefälligst. Und da war vor einer Weile irgendwann mal so ein Pac-Man-Spiel. Und da habe ich mir gedacht, hey, mache ich einfach mal die alle Achievements von dem Pac-Man-Spiel, die sehen einfach aus, habe die alle gemacht und obwohl ich das Spiel jetzt nicht mehr in der Bibliothek habe, habe ich trotzdem noch die Achievements. Ist doch auch cool. Ja, aber auf jeden Fall mache ich das ganz gerne, so Achievement-Jagd, wobei ich es echt blöd finde, dass es so viele Spiele gibt, die so ein aufgezwungene Multiplayer-Modi haben. Zum Beispiel das erste perfekte Spiel, das ich hatte, das war Arkham Asylum, da habe ich mir gedacht, das hat Spaß gemacht, da die Achievements zu jagen und es war nicht so schwer. Versuche ich es doch mal bei den anderen Arkham-Spielen auch. Problem war, bei Arkham City, da gibt es ja noch diese ganzen Challenge-Karten, also die gab es bei Asylum auch, aber bei City gibt es ja dann noch diese Kampagnen-Geschichten, wo dann 3 Challenge-Maps hintereinander kommen und so. Wer das gespielt hat, weiß das sicherlich, was ich meine. Und für das perfekte Spiel müsste man alle normalen Challenge-Karten mit Batman, alle Kampagnen mit Batman, alle normalen Challenge-Karten mit Catwoman, alle Kampagnen mit Catwoman und dasselbe nochmal mit Robin und Nightwing machen. Und das ist mir dann doch irgendwie zu sehr einfach auf Grind ausgelegt. Und sowas finde ich blöd. Und auch so aufgesetzte Multiplayer-Modi, wie eben zum Beispiel bei Arkham Origins. Der Multiplayer ist zwar ganz witzig, aber ich weiß nicht. Da merkst du halt, okay, der Publisher hat... Wahrscheinlich hat der Publisher gesagt, wir müssen die Zielgruppe für das Spiel vergrößern, weil Batman als Zugmarke ja noch nicht reicht. Vor allem, weil sich ja mittlerweile rumgesprochen hat, dass die Arkham-Spiele im Gegensatz zu den meisten anderen Superhelden-Spielen echt gut geworden sind. Werbung, Werbung. ja. Und dann kommt dieser komische Multiplayer-Modus und dann sind da auch noch Achievements drin. Wie bei Tomb Raider auch. Bei dem neuesten. Weiß ja immer noch nicht, was ich davon halten soll, übrigens. Man merkt vielleicht, dass ich hier einfach so ein bisschen vor mich hin quatsche, um die Zeit zu überbrücken. Das hat jetzt überhaupt nichts mit Elite zu tun. Oder auch nur mit Weltraumspielen. Aber man spielt ja auch andere Sachen. Bei Tomb Raider war ich fast ein bisschen enttäuscht mit dem Reboot. Aber das ist quasi auch diese Batman-Schiene. Das soll realistischer sein und glaubhafter. Aber ich weiß nicht, also Tomb Raider Legend war schon eigentlich ein ziemlich guter, man würde heutzutage sagen, Back to the Roots. Aber für mich persönlich ist ja immer noch der beste Teil Tomb Raider 2. Und das war so geil früher. Tomb Raider... jeder weiß das wahrscheinlich, der das gespielt hat, wie man einen weiten Sprung gemacht hat. Man ist schön an die Kante von dem Felsen gegangen, einen Schritt zurück und dann einen Block in Anführungsstrichen Anlauf nehmen und springen und dann hat man es geschafft. Und dann immer schön die, ich glaube Steuerung war es, immer die Steuerungstaste gedrückt halten, damit man auch ja die scheiß Kante festhält, weil die das nicht von alleine gemacht hat. Was man früher als Spieler noch alles machen musste. Von Tomb Raider 1 übrigens haben sie ja die Neuauflage gemacht. Warum nicht von 2? 2 war so richtig schön. Vor allem, wie viele Leute hätten sich wohl darüber gefreut, wenn es die Duschszene in schöner Grafik gegeben hätte. Außerdem hatte Tomb Raider diese ikonische Sprecherin, also die alten Teile, wenn man versucht hat, eine Tür zu öffnen und man den Schlüssel noch nicht hatte und dann die Stimme kam. No. Herrlich.
Ja, aber irgendwie haben sie dann das Ding zu sehr gemolken. Tomb Raider 3 war noch gut. 4 war irgendwie schon so ein bisschen. Nee. Das Dichronik-Spiel war totaler Quark. Und über Angel of Darkness will ich gar nichts sagen. Oh Gott. Das war diese komische Zeit, wo man gedacht hat, okay, wir müssen jetzt die Genres alle miteinander verschmelzen und deswegen brauchen wir jetzt Rollenspielelemente in den Shootern. Und dann hat man das Dümmste gemacht, was man machen konnte. Da haben sich auch alle, das war damals so, ich war ja damals noch großer GameStar-Fan, das hatten sie so schön in dem Video demonstriert. Lara ist nicht stark genug, um die Tür einzutreten, also tritt sie stattdessen, um die Kraft zu sammeln, eine Service-Gangway-Brücke von der Lightshow in der Disco um die Kraft zu sammeln, weil man ja nach einem Kick gegen so ein Ding, das mit Sicherheit schwerer ist als eine Tür, auch die Muskulatur aufbaut sofort, um stärkere, schwerere Objekte einzutreten. Hä? Aber ist ja auch erstaunlich, dieses Rollenspielsystem, das war ja damals wirklich total in. Ich glaube, das einzige Spiel, was in der Zeit quasi anders war. Ich meine, gut, das war auch die Zeit von Deus Ex und so. Das einzige Spiel, was das damals nicht gemacht hat, was tatsächlich mir noch einfällt, was mir im Gedächtnis geblieben ist, ist Serious Sam. Ich glaube, ich kenne kein Spiel, das so sehr davon profitiert hat, dass dass Duke Nukem Forever so ewig gebraucht hat, wie Serious Sam. Aber das war auch einfach witzig. Aber auch das hat sich ja irgendwie dann. Das haben sie auch zu sehr gemolken irgendwie. Ach ja. Aber da frage ich mich ja, diese ganzen Shooter-Reihen von früher sind jetzt alle tot. Quake, Unreal, Half-Life ja im Prinzip auch. Duke Nukem sowieso. Ich glaube nicht, dass da noch irgendwann noch mal was Neues kommt. Dafür war Forever dann irgendwie. Na, ich weiß nicht, war das eigentlich von den Verkaufszahlen her ein Flop oder nicht? Weil ich mir denke, dass es unglaublich viele Leute gibt, die sich denken, boah, ich kaufe mir das einfach nur, um es zu haben, weil es Duke Nukem Forever ist. Und ich kann mir vorstellen, dass das dann doch einige Leute dazu bewogen hat, das zu kaufen, einfach nur eben, weil es Duke Nukem Forever ist. Boah, jetzt gehen mir langsam die Ideen aus, worüber man noch erzählen könnte. Aber das ist irgendwie auch schade. Heutzutage gibt es keine Firmen mehr, die sich trauen würden, bei einem Spiel zu sagen, es ist fertig, es kommt raus, wenn es fertig ist. Das war ja früher bei id Software und bei eben Duke Nukem, also bei 3D Realms, war das quasi die Standardantwort. When it's done. Bei id Software natürlich vor allem when it's done, haha. Also mit D, ne? Aber. Das machen die ja auch nicht mehr. Bei Doom 3 haben sie sich noch getraut. Jetzt scheinbar nicht mehr. Und ich frage mich irgendwie, wo das hin ist. Ich habe mal gelesen, dass der Vertrag über entweder Duke Nukem 3D oder Forever oder so, den hat George Broussard oder Broussard oder wie auch immer man das ausspricht,
mit einem Smiley unterschrieben. Wie geil ist das denn bitte? Wer macht denn das heute noch? Wer würde sich das denn trauen, einen Vertrag so zu unterschreiben? Irgendwie ist die Verspieltheit aus dem Spielemarkt verschwunden. So, wusste ich doch, dass hier hinten noch irgendwas ist und es ist wahrscheinlich keine Station. Ach nee, wenn es eine Station gewesen wäre, hätten wir die ja schon vorher gesehen. Aber wir sind angekommen und hier muss. Eigentlich müsste es hier voll die genialen, mega krassen Ressourcen geben. Wenn man schon so lange braucht, um hier hinzufliegen. So, Scanner, du könntest jetzt mal anfangen zu scannen. Danke. Boah, was ein Krampf aber auch. Hust, hust. Aber auch das zeichnet ja irgendwie Elite-Spieler aus. Man hat dann auch einfach die Geduld dafür, solche Flüge zu machen. Ich weiß gar nicht, ob wir schon mal 300.000 Lichtsekunden Entfernung im Let's Play hatten. Ja, finde ich aber gut. Geduld und so ist ja in Spielen heutzutage nur mäßig gefragt. Huch, falsche Richtung. So, noch irgendwas vergessen? Nein, da fehlt nur noch der Planet selber. Der blaue Planet. Und dann können wir ins nächste System springen. Wie Van Halen. So. Und jetzt geht es weiter. Na, wir fliegen nochmal zurück zu der Station. Frameshift Drive charging. Hyperdrive, hyper, hyper. How much is the fish? Ready to engage. Jump! Di, 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 di.